So Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir gucken uns nochmal an Zendikars Erneuerung. Und zwar auf Deutsch. Und gucken wir uns mal an, was dieses Set zu bieten hatte. Ich weiß es nämlich schon wieder gar nicht mehr. Wir haben Nachdenken. Zwei Mana, hält sich zwei, ziehe dann eine Karte. Ein Mana zu viel. Dann wäre es eine gute Karte. Gerade als Instant. Besser als Preordain. Brandreiterin. 4 Mana, 4, 3 mit Bonus, also Kicker. Und wenn die gekickert wurde, kriegt die Eile bis zum Ende des Zuges. Okay. Nissas Zendikon. 4 Mana, man verzaubert ein Land. Das verzauberte Land ist ein 4-4 Elemental mit Reichweite und Eile. Ist weiterhin ein Land. Und wenn das verzauberte Land stirbt, bringt ihr es auf die Hand des Besitzers zurück. Nicht so wie im raffinierten Schlag. 2 Mana Spontanzauber, ihr bestimmt eins oder beides. Eine Kreatur kriegt -1/-1. Oder eine andere Kreatur kriegt +1/+1. Sogar eine Marke. Nice. Engelherzbeschützerin. 3 Mana, 3/2, Mensch Cleric. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, kriegt eine Kreatur aber Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Schön hier. Schaden und Effekte, die zerstören, zerstören sie nicht. Wunderschön. Meeresgrundschleicherin, Alter. Was ist das denn für ein Text? Für eine Kamen. 3 Mana, 2/3. Für 5 Mana erhält die +1/+0 bis zum Ende des Zuges. Die Fähigkeit könnt ihr nur aktivieren. Ah ne, und kann diesen Zug nicht geblockt werden. Die Fähigkeit kostet ein Mana weniger für jede Karte in eurer Abenteuergruppe. Okay. Antikognition. 2 Mana Spontanzauber. Ihr neutralisiert einen Kreatur- oder Planeswalker-Zauberspruch eurer Wahl. Es sei denn, der Wertschatz halt 2 Mana. Falls der Gegner 8 oder mehr Karten hat, wird der Zauberspruch komplett neutralisiert und ihr habt Hellsicht 2. Das ist ein guter Zauber. Ah, stimmt, die waren ja hier auch drin. Wunderschön. 4 Mana 3/4 mit Landung, also Landfall. Und immer wenn ein Landfall durchgeführt wird, also wenn Land ins Spiel kommt, dann fügt der einen Gegner Schaden zu ein. Nahiris Bann, 3 Mana. Man verzaubert eine Kreatur oder Planeswalker. Sie können verzauberte Kreatur oder Planeswalker nicht angreifen oder blocken oder aktivierte Fähigkeiten benutzen. Relic Fuel. 3 Mana. Für 2 Mana tappen Opfer einer Kreatur zieh eine Karte. Und solange du einen Kleriker kontrollierst, hat die Relic Fiole immer wenn eine Kreatur unter Kontrolle stirbt, verliert ihr dein Leben und du hältst dein Leben. Die ist mächtig. Feuerklingenstürmer. 1 Mana 1/1. Wenn der ausgerüstet ist, hat er Eile. Das ist ganz cool. Und wenn er stirbt, fügt er einem Ziel so viele Schadenspunkte, wie er Stärke hatte, zu. Das ist noch viel cooler. Dann haben wir Jivarische Störung. 2 Mana Spontanzauber. Neutralisieren Zauberspruch, falls wer schon nicht 1 Mana mehr bezahlt. Und eine Insel und unser Rare ist. Uff, eine der schlechtesten im ganzen Set. Schädeltrümmer, Stürmer. 3 Mana 4/3 mit Kicker. Trampel, Eile. Und wenn er gekickert wurde, kriegt er eine +1/+1 Marke. Und zu Beginn des Endsegments, falls keine +1/+1 Marke auf dem liegt, bringe den Zug auf die Hand. Oh, wir haben eine Foil. Griff des Gletschers. 3 Mana, Spontanzauber, tappe eine Kreatur deiner Wahl. Der Wertschatz mill 2 Karten. Und die Kreatur tappt nicht während des Attapp-Segments, ziehe eine Karte. Cool. Ebene. Komische Dingkarte. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.